Kann man eigentlich einfach so einen neuen Staat gründen? Ich bin Frank Hannig, das ist Hannig Recht. Ich hatte es ja schon angekündigt, dass ich mal wieder einen äußerst interessanten Fall habe, von dem ich euch gerne erzählen will. Weil er durchaus auch eine interessante politische Dimension hat, habe ich das Mandat angenommen. Und zwar vertrete ich Peter den Ersten, König von Deutschland. Hört sich abgefahren an. Interessant ist halt die Frage deswegen, weil wir heute am Landgericht verhandeln über eine Beleidigung. Der Peter soll jemanden beleidigt haben. Zwei Polizisten hat er als Faschisten bezeichnet. Er selber sagt, das hat er gemacht. Das gibt er auch zu, aber er hat es nicht beleidigend gemeint, sondern er hat das deswegen gesagt, weil die gegen geltendes Recht verstoßen hätten, weil sie hoheitliche Aufgaben auf dem Gebiet der Bundesrepublik wahrgenommen haben. Und das bekanntlich, das wissen ja die meisten, ist das nicht zulässig. Also man darf die Bundeswehr ja nicht im Inneren des Landes einsetzen. So. Aber bevor es zu dieser Frage kam, hat der Peter heute anhand eines beeindruckend recherchierten, fast vierstündigen Vortrages versucht nachzuweisen, dass es möglich sei, eine Sezessionsbestrebung, also eine Unabhängigkeitsbestrebung sozusagen, tatsächlich auch innerhalb von Deutschland wahrzunehmen, hat es begründet. Ziemlich komplex. Ich vermute fast, die meisten im Saal wird das völlig überfordert haben, aber juristisch ist es eine durchaus spannende Frage, weil tatsächlich sich herausstellt, dass völkerrechtlich eine Staatsgründung auch auf dem Boden eines anderen Staates möglich ist. Das haben wir in Afrika gesehen, in den Unabhängigkeitsbestrebungen und so weiter. Ja, und diesen Brocken hat mein Mandant also heute dem Gericht hingeworfen. Ich habe das natürlich nicht gemacht. Meine Aufgabe ist es im Wesentlichen, mich darum zu kümmern, in der Sache zu verhandeln, weil das ist durchaus spannend. Man darf Höcker als Faschist bezeichnen. Das hat ein Gericht festgestellt. Warum soll ich dann nicht das gleiche Recht als Bürger haben, wenn ich das nicht mal beleidigend meine, sondern als sachliche Feststellung? Ich bin gespannt. Das bleibt aber den zweiten Verhandlungstag vorbehalten, weil jetzt hat das Gericht erst einmal die 4 Stunden Vortrag und eine von meinem Mandanten übergebene Einlassung zu überprüfen, um festzustellen, ob sie überhaupt zuständig sind. Wenn es nämlich das Königreich Deutschland auf deutschem Boden gibt, dann wäre das Gericht in der Sache möglicherweise nicht zuständig. Und die zweite Frage ist, hätte ich dann nicht ein Verfahrenshindernis? Weil ich kann ja ein fremdes Staat so überhaupt nicht einfach verurteilen. Das ist eine spannende Frage, wenn euch das interessiert im Übrigen. Ja, die ganze Einlassung steht auch auf seiner Seite. Ich blende das mal ein, weil ich finde es durchaus interessant. Und es ist witzigerweise, oder was heißt witzigerweise, für mich hat das eigentlich nichts mit Reichsbürgergerede oder sowas zu tun, sondern es geht ja hier um eine ganz andere Frage. Es geht ja hier um die Frage, kann ich einen neuen Staat gründen? Das ist tatsächlich abgefahren. Mit sowas habe ich mich noch nie beschäftigt. Hat mich beeindruckt. Also wie gesagt, ich blende den Link mal ein. Wen es interessiert, der kann sich die Einlassung durchlesen. Ist aber ziemlich lang, seid gewarnt. Interessant ist es trotzdem. Ich berichte am Mittwoch weiter über die Frage, ob man Staatsoberhaupt hin oder her Polizeibeamte als Faschisten bezeichnen darf, wenn man sie damit nicht herabwürdigen will, sondern der Meinung ist, sie sind Faschisten. Das wird interessant. Immerhin zweite Instanz am Landgericht. Also bleibt dran. Aus diesem YouTube-Kanal oder aus diesem YouTube-Video darf wie immer zitiert werden, auch Medienvertreter, allerdings unter Angabe der Quelle und natürlich nicht sinnentstellend.